Guten Morgen. Bin wieder unterwegs. Heute die letzte Etappe auf der Römer-Lippe-Route. Zwar nicht mein letzter Tourentag, weil ich fahre ja morgen dann auch wieder zurück mit dem Rad. Ich werde gucken, dass ich morgen nach Möglichkeit dann die Alternativwege zurücknehme, so dass ich nicht durchgehend dieselbe Strecke fahre. Aber das sehe ich dann morgen relativ spontan. Ja, dann gucken wir mal, dass wir zurück auf den Schweck kommen. Bei Lippramsdorf Freiheit treffe ich dann wieder auf die Hauptroute. Da geht's weiter. Ist für mich auch so ein bisschen Premiere heute hier, weil auf diese Seite bin ich noch nie an Lippe und Kanal entlang gefahren. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir sonst immer um das Chemiewerk drumherum fahren müssten. Keine Ahnung. Aber ist schön hier. Aber auch einiges an Gegenwind heute. Gucken wir mal. Jetzt fahren wir langsam auf Dorsten zu. Und ist auch echt schön hier, auch wenn die Lippe hier kanalisiert ist. Also nicht wirklich Natur. So, die letzten Häuser von Dorsten lassen wir jetzt hinter uns. Weiter geht's jetzt erstmal Richtung Schermbeck am Kanal entlang. Kurz vor Schermbeck treffe ich auf eine alte Bekannte, auf die Drei-Flüsse-Route. Da hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass ich so schnell wieder hier bin. Ja, ich wusste es natürlich vorher, ich hatte ja schon mal vorher einen Blick in die Karte geworfen. Aber sonst, damals hätte ich es auf jeden Fall noch nicht gedacht, dass ich so schnell noch mal hier wieder vorbeikomme. Ja, und schon bin ich wieder im Haus Gartorp. Ja, die Durchfahrt durch Wesel ist wie bei der Drei-Flüsse-Route machbar, aber macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob man mich in dem Verkehr hier überhaupt hört. Das ist auf jeden Fall dann jetzt die Lippemündung in den Rhein. Hinter der Rheinbrücke geht es direkt rechts rein und dann am Deich entlang Richtung Xanten. Die letzten Tourkilometer, wenn man so will. Da ist der Rhein. Ja, jetzt habe ich mich gerade leider ein bisschen geärgert. Mal da hinten stehen überall Schilder. Keine Durchfahrt bis, ich weiß jetzt nicht möglich, nur bis Café Auenland oder sowas. Statt die da hinschreiben, Achtung Radfahrer, keine Durchfahrt bis Xanten möglich. Dann hätte ich gewusst, ich komme da nicht weiter. Aber was weiß ich,
was Café Auenland und hast du nicht gesehen ist. Also manchmal nicht jeder, der hier Fahrrad fährt, ist hier ortskundig. Statt da hinzuschreiben, Achtung, Radfahrer der Römer-Lippe-Route, Fahrt, da war kein Umleitungsschild, nichts. Aufgrund einer Baustelle muss ich jetzt eine Umleitung nehmen. Ist eigentlich recht schade, weil jetzt komme ich nicht durch die Bislicher Insel oder über die Bislicher Insel, durch das Naturschutzgebiet, so wollte ich sagen. Jetzt muss ich dafür, so wie es ausschaut, da vorne auf die Straße. Ja, der Marktplatz in Xanten. Hab's geschafft. Hier endet die Tour. Jetzt gibt's mir erstmal ein Eis und dann fahre ich dann mal rüber nach Wesel zum Campingplatz. So, bin unterwegs zum Campingplatz. Mein Eis ist verputzt. Gab einen leckeren Malaga-Becher. Jetzt fahre ich erstmal die Fähre suchen. Jetzt bin ich am Rhein. Da drüben auf der anderen Rheinseite legt gerade die Fähre an. Also muss ich gerade ein bisschen warten. Und dann geht es, glaube ich, in die Richtung, wenn ich das richtig sehe, weiter zur Grafinsel, zum Campingplatz. Wollen wir mal hoffen, dass das Wetter hält. Dass ich nicht einen Arsch nass kriege heute Abend. Wäre mal schön, wenn es trocken bleibt. Aber egal. Machst du eh nichts dran. Ja, mein erster Radweg mit 300 Kilometer, den ich hier zu Ende bringe. Ja, morgen, bis ich dann wieder zu Hause bin, sollten sowas um die 355 sein. Blöde ist nur, ich habe vorgestern in Berchkam war ich noch einkaufen und habe den Tacho in die Hosentasche gesteckt. Ja, und dabei habe ich aus Versehen die Gesamtkilometer genullt. Natürlich blöd, weil ich habe mit dem Garmin immer nur die Tageskilometer und wollte mit dem Tacho dann die Gesamtkilometer haben. Naja, egal. So ist es halt. So, jetzt nur noch bis zur Grafinsel über den Deich. Dürfte nicht mehr allzu weit sein. Unterwegs gar nicht so viel Radreisende getroffen, aber heute am letzten Tag schon jede Menge. Also je weiter man Richtung Xanten kommt, man sicherlich werden viele Radreisende, die ich in Xanten gesehen habe. War eine gute Fahrt ohne Platten, ne? Jo, danke, auch so. Auch den Rheinradweg fahren. Oder einen der anderen Radrouten, die es hier gibt. Aber sonst insgesamt gar nicht so viel Radreisende unterwegs. Ja, wen es interessiert, die Rheinfähre, die hat nur bestimmte Fährzeiten. Irgendwie. Ich meine in den Sommermonaten Mittwochs, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage. Dementsprechend
informiert euch da bitte vorher, an welchen Tagen sie fährt. Aber sonst hat das gut funktioniert mit der Fähre, würde ich sagen. Ja, gekostet hat mich die Fähre mit Rad 2 Euro. Zu Fuß kostet sie nur 1,50. So Stand Sommer 2019. Ja, wenn die Preise sich ändern, kann ich nichts dafür. Ja, ich bin gleich da. Zumindest auf dem Garmin kann ich die Grafinsel schon sehen. Und dann mein heutiger Tag auch, mein Radeltag zumindest, auch schon gelaufen. Oh, 15 Uhr, passt. So, da liegt sie nun schon wieder vor mir, die Grafinsel. Und da gibt es Stau. Sturm zieht auf. Solange es nicht so ein Gewitter gibt wie in Wuppertal, ist alles gut. Lassen wir uns mal überraschen. Auf der Seite sieht noch alles gut aus. Ja, werde gleich mal die Klamotten alle schon zusammenpacken. Weil eingepackt ist, kann ich nass werden.